Hallo Leute und willkommen wieder zurück zu einem weiteren Part von Let's Play Pokémon Weiß 2. In dem letzten Part, Leute, hatten wir die Panaero-Hülle erforscht und da einen Trainer gebieft, also ein paar Trainer besiegt. Und dann hatten wir uns auch noch ein paar Sachen in dem Dowsing-Dings angesehen, also die da halt, wo man die Trainer alle bekämpfen konnte, ihr wisst schon. Und jetzt machen wir uns auf zur Elektrolythülle, los geht's! Oh, die sieht schon geil aus, ne? Also ich mag die, ne? Die sieht so voll blau aus und ich mag blau. Blau ist cool. Und Icebell, how you doing? Ey, ich wurde gerade elektrisiert, ne? An sich. Hey! Wusstest du schon, dass ich die schwebenden Steine verschieben lassen? Ich sehe keine schwebenden Steine. Was ist los mit dir, Vibe? Okay, jetzt hab ich einen gesehen. Der Tag stört mich, kann auch nichts dafür, ne? Dieser Ort ist seit jeher mit elektrischer Energie aufgeladen, die den Pokémon zu gefallen scheint. Die elektrischen Ladungen reagieren miteinander, was zu dem Phänomen der schwebenden Steine führt. Aber bedenke, dass sich nicht alle Steine verschieben lassen. Um ein Haar hätte ich vergessen, dass ich hier etwas untersuchen wollte. Bis später. Voll die nutzlose Information an sich. Aber irgendwie auch recht gut. Und hier kommt ein Kampf gegen ein Wattzapf, whatever. Also so wie ich finde, in der nutzlosesten Elektro-Pokémon, ne? Also an sich ist das eine geile Typenkombination Elektro-Käfer, aber irgendwie gefällt es mir nicht. Kann ich den nicht verschieben, nur weil er schwebt oder was? Itemradar mal anschalten und hier sofort mal einen Superschutz benutzen, ne? Habe ich noch viele davon? Wenn nicht, werde ich mir sofort jetzt ein paar kaufen gehen, ne? Wenn es sein muss, werde ich das machen, ne? Ist gar kein Problem an sich. Noch 10, 10. Boah, ich bin wieder voll im, keine Ahnung, im Versprecherdrang. Ja, egal. Hier haben wir einen Hyperheiler. An sich nicht übel für ein Item. Hier kann man noch nicht entlang. Hier wird man irgendwann von da hinten kommen. Also gehen wir einfach mal hier oben weiter. Und gucken uns das Ganze an. Also ich mag diese Höhle, ne? Die sieht wirklich sehr geil aus. Ich kann ihn nicht ver... Ja. Wie dumm ist das denn? Ob ich den links oder rechts verschiebe, macht doch gar keinen Unterschied. Voll die... Keine Ahnung. Hier sind meine drolligen und coolen Bandmitglieder. Bandmitglieder. Boy. Ich bin so schlecht. Komm, skippen wir das Ganze mal. Gitarristin Jane. Sieht an sich sehr gut aus. Hier können wir unseren Walzer walzen lassen, ne? Denn es ist ein Flug-Pokémon und Flug-Pokémon mögen keine Gestein-Attacken. Ach, guck mal an. Und sie überlebt das Ganze, was mir gar nicht so gefällt an sich. Was? Wie? Oh, du. You suck. Ja, sehr schön. Ist mir doch Wumpe, Manfred. Sterben. Er ist doch tot. Warum das denn? Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn ein Pokémon stirbt und noch seine verkackte Fähigkeit walten lässt. Das darf es nicht geben. Balls. Paraheiler, wo bist denn du? Hier bist du. Und dieses Emolga, ne? Dieses Pokémon könnte ich einfach nur töten, ne? Alleine, dass es schon schweben kann und dann auch diese verkackte Fähigkeit drauf hat, da könnte man schon ausrasten an sich, ne? Ein Hypertrank können wir auch nehmen. Warte, ich möchte mein Item hier aktivieren. Wo denn jetzt? Irgendwo soll es hier ein Item geben. Ein Gelbstück. Wie nutzlos, wenn man... Ist gut jetzt. Ich weiß auch, dass ich keinen Platz habe. Okay, kann ich den hier unten schieben? Klar, kann ich den hier nach unten schieben. Und ich kann auch hier rüberspringen, um gegen den zu kämpfen, ne? Scheint so, ne? Sehr schön. Also, keine Ahnung, aber irgendwie finde ich diese Hülle so an sich recht geil, ne? Liegt bestimmt an der blauen Farbe, denn ich mag blau sehr.
Und das mit dem Elektro-Dings sieht noch halt viel geiler aus, ne? Was ich mir irgendwann mal vorstellen könnte, ist so ein Ort mit so blauen Flammen, ne? Das wäre bestimmt das übertriebenste geil, keine Ahnung. Ich könnte es mir auf jeden Fall gut vorstellen. Und da ist wieder die schöne Fähigkeit, Robustheit, ist das mal traumhaft. Aber egal, es ist tot. Und wir bekommen Level 38. Alter, ich schwör's dir, wenn du noch einmal versuchst, Gewissheit zu erlernen, ich schlag dich in den Boden. Alter, wie oft ist das jetzt vorgekommen? Warum will der Typ das erlernen? Sehen, wo bist denn du? Ja, ist gut jetzt. Was zum... Okay, lass mich jetzt mal gehen. Und irgendwie, nervt mich dieser Radar. Okay, ich habe den jetzt ausgeschaltet. Ist gut so an sich. Ja, okay, jetzt können wir auch hier weitermachen. Hier gibt's auch so einen Stein. Ich glaube aber nicht, dass es irgendeinen Zweck erfüllt, den zu schieben. Schieben, ne? Hier können wir auch noch nicht durch, da werden wir von der anderen Seite rüberkommen, also von da rechts. Später irgendwann. Ich glaube, hier gibt es irgendwo ein verstecktes Item. Weiß ich noch von früher aus der Japsen-Edition. Ich bin so cool. Naja, sowieso brauche ich keins dieser Item. Also ich kann mir wirklich die Items selber kaufen, wenn ich Bock habe. Wenn nicht, kaufe ich sie mir eben nicht. Hier sollte es, glaube ich, auch noch eins geben. Irgendwo, denke ich. Warte, das möchte ich mir aber jetzt angucken, so an sich. Nein, es ist irgendwo da unten, ne? Daneben nicht. Die Elektrolithülle. Ich liebe diesen Ort. Zum einen bin ich fasziniert davon, dass sich die elektrischen Phänomene hier mit mathematischen Formeln beschreiben lassen. Und dann ist da auch noch die Verbindung der Höhle zu den Pokémon, sowie die der Menschen zu den Pokémon. Für mich ist dies der ideale Ort. Ich muss aufbrechen, um die Pokémon zu retten. Ich muss der ganzen Sache ein Ende bereiten, um meine Freunde zu beschützen. Wer war das gerade, Leute? Hä? War das gerade N? What the fuck? Kann's sein? Ich bin im Moment voll verstört, so an sich. War das gerade N oder war es nicht N? Ich habe jetzt nicht wirklich so krass aufgepasst, aber irgendwie schien es so, dass er es ist. Dann hat so viel gelabert von Frieden und Pokémon und diese Höhle und... Ja, ich glaube, er fühlt sich ja hingezogen zu dieser Höhle, das weiß ich ja noch. Er hat ja einmal, also das erste Event, das wir gesehen haben, hat hier stattgefunden, in der Elektrolythöhle. Manfred, was soll denn das? Und eigentlich kann nur Ennis gewesen sein, ich kann mir da keinen anderen vorstellen, ganz ehrlich. Ich glaube, er war es wirklich, ne? Also ich belasse es mal dabei, dass er es war. Und wie kann er mit einem KP überleben? Manfred, was ist denn los mit dir? Ey, warum überleben die alle? Aber er wurde wenigstens, ne? Also, er wurde erstarrt. Ich hatte jetzt lange müssen suchen, um das Wort zu finden, so. Boah, ich bin so beschränkt. So. Naja, wenigstens wurden wir nicht wirklich so angegriffen, ne? Ist mal schon eine gute Sache an sich. Nee, nicht Kampfattacke auf Dings. Ja, das hier. Bums. Und Eishebe auf den hier. Nein, nicht. Ach, drauf geschissen. Ist doch alles das gleiche an sich. Ah, you suck! Es gibt nichts Schwuleres als Scanner, ne? Ganz ehrlich. Wie sinnlos ist das denn? Jetzt überlebt er eine Runde mehr und das bringt ihm nichts. Du bist eh schon tot, Manfred. Einfach drücken. Einfach drücken, 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 drücken. So, geht doch. Hätte es nochmal eingesetzt, hätte ich hier geflippt, ne, bestimmt. Sehr gut. Tod, Faster Snoop. Was für ein verkackter Name ist das denn, bitteschön. Und Elle Volkit bekommt wieder ein Level. Ja, in Sachen Zusammenarbeit, guck mal, ist ein Traum. Den hier? Ja, scheint so. Okay, und hier findet man ein Magnet, der verstärkt Elektroattacken. Könnte ich eigentlich meinen Dings geben?
Aber ne, brauche ich nicht. Also ich könnte ja, theoretisch gesehen könnte ich es jedem geben. Denn jeder von denen hat jetzt so eine Donnerattacke, so Donnerschlag und weiteres. Gibt es hier irgendwo ein Item? Ach ja, die wollen ja nicht kämpfen, das weiß ich noch. Tag, ich bin Nugget Senior. Und ich bin Nugget Junior. Schön, dass du hier bist. Ich habe hier was für dich. Bladus Alt Nugget, das war ja voll überraschend. Von mir bekommst du auch noch was. Riesen-Nugget. Ach, guck mal, was soll man damit? Das ist ein Nugget, nutze es weise, denn schließlich kommt es von mir und da ganz toll, ja. Dieses Riesen-Nugget habe ich gefunden. Ach, sehr schön, und was soll ich damit, außer es zu verkaufen? Ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall sollte man sich hier oben begeben, denn hier gibt es nur Trainer zu besiegen und der richtige Weg führt in die andere Richtung, also... Ja. Was für schöne Steine das doch sind. Wie gerne würde ich mein Zimmer mit diesen Schmucksteinen dekorieren. Wieder dieser Festivalmission. Was soll denn der Scheiß, Mann? Voll sinnlos. Und den hier kann ich anscheinend nicht verschieben. Ich schiebe gerne, ne? Warum steht denn dann der hier? Ah, einfach so zum Spaß. Okay, dann ist ja gut. Komm, Ranger. Komm, mach einfach. Mach einfach. Boah, ey. Er hat nur ein Pokémon, aber es ist ein Mikrofail. Er ist schon wieder gefallen. Also für die, die sich immer freuen, wenn er runterfällt, ne? Habt ihr den verstanden? Ich hoffe es. Ja, wo war ich? Ampharos, ja. Haben wir auch noch nicht gesehen. Das hatte ich aber in meiner Japsen-Edition selber trainiert. Ist an sich ein gutes Pokémon. Also später. Am Anfang ist es nicht so gut, finde ich. Es ist auch irgendwie schwer zu trainieren und anstrengend vor allem. Später wird es erst nützlich, aber... Alter, Manfred. Ist das mal doof? Ich hasse nichts mehr als die Paralyse. Mann. Okay, wir versuchen es einfach nochmal. Ach ja, schön. Das ist schön. Davon träume ich nachts. Ja, doch, ich träume wirklich davon nachts. Wo ist jetzt der Dings? Hier, Hyperheiler. Ja, mit dem Hyperheiler kann man die Paralyse aufheben und auch die Verwirrung, glaube ich. Oder auch nicht. Eigentlich schon. Okay, dadurch sind wir auch wieder schneller als Ampharos und wir können es mit einem Volltreffer töten. Ist das mal schön. Ja. Sehr gut, geh weg, geh sterben, Ranger. Ich will keine Beeren von dir, lass gehen, Manfred. Das interessiert mich auch kein Stück. Hier gibt es irgendwo ein verstecktes Item, das weiß ich auch noch von früher. Aber irgendwie finde ich... Okay, es ist genau hier. So. Jetzt können wir uns auch wieder zurückbegeben, ne? Also ich weiß noch, dass ich im meinem Japsen-Let's Play zwei Parts für diese Höhle gebraucht hatte. Oder habe, keine Ahnung. Und ich frage mich, ob ich es diesmal in einem schaffe. Ich glaube nicht, ne? So an sich zweifle ich ganz stark daran. Aber man kann es ja versuchen, ne? Dum, 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 dum. Aha, aha, Picochilla. Ich frage mich, warum die das in diesem Spiel nicht so gemacht haben, dass man wieder die Doppelkämpfe machen kann, ne? So einfach zwei Pokémon in den Kampf schicken. Das wäre doch viel cooler... sein als einfach immer so ein Dreierkampf oder so ein Einzelkampf, ne? Da nehmen die immer etwas raus und das andere muss dann wieder wegbleiben, ne? Es macht immer keinen Sinn bei Pokémon, ne? Die lassen auch jetzt... Es gibt mittlerweile 600 und keine Ahnung wie viele Pokémon, ey. Und dann kann man nur, wenn es gut geht, die Hälfte fangen, so, ne? Das macht wiederum auch gar keinen Sinn, ne? Damit muss man leider leben. So ist Pokémon halt. Ich weiß auch nicht, was sich die Entwickler dabei gedacht haben. Sie nutzen immer wieder das gleiche Prinzip, um die Spiele zu machen. Anstatt mal weit zu denken und nicht nur an diese verkackten Regionen und diese Gebäude, dass das einfach schön aussehen soll, sollen sich mal Mühe geben und ein anständiges Kampfsystem erfinden, diese Drecksäcke, Mann. Nee, ganz ehrlich, Mann, das nervt irgendwie so. Immer das Gleiche. Es hat sich nach 20 Jahren nichts geändert. Wie kann das sein? Das kann man doch nicht machen, ey. Okay, was, wie? Ja, schön, da gebe ich
dir den. Ja, so an sich. Und ich wechsle zu dem hier. So. Japano-Mensch, komm, kämpf mit mir. Nee, das sollte man irgendwie ändern. Ich meine, da kann man doch bestimmt was machen mit dem Kampfsystem. Es ist immer noch das gleiche und man hat nichts gemacht. Aber nichts. In 20 Jahren sollte sich schon etwas gemacht haben, so an sich, ne? Zumal wenn die Serie, also einfach die Dings halt, Pokémon, so berühmt ist. Jeder spielt Pokémon, also fast jeder. Es ist so krass berühmt, es verkauft sich wie nichts. Und die machen sich nicht mal die Mühe, um etwas Neues zu kreieren. Ey, ich wette, sie haben schon mittlerweile so viele Fans verloren, aber auch bestimmt viele dazu gewonnen. Das hätte man irgendwie anders machen können, bestimmt. Ich weiß nicht. Die haben doch so viele Leute in ihrem Team, in ihrer, keine Ahnung, in ihrer Fabrik, was weiß ich, Mann. Da können sich bestimmt was Besseres einfallen lassen, als immer das Gleiche, Mann. Aber leider riskiert man dadurch vielleicht etwas zu vermasseln. Aber ey, no risk, no fun, ne? Ist es nicht so, ne? Ich glaube schon. Ich gucke mal, wie lange ich schon aufnehme. Bis gleich. Krass, nur 16 Minuten, ist das mal schlimm? Neuer Rekord, ne? Also ich kann mich nur erinnern, dass ich, als ich hier bei meiner Japsen Version hatte, ich glaube ich 24 Minuten hinter mir oder so. Boy, okay, aber diesmal weiß ich auch, wo ich lang muss, ne? Und was ich alles machen muss. Also es hat schon einen Vorteil so an sich, aber so irgendwie auch nicht. Ja, WhatsApp, Manfred, geh sterben. Was ist effektiv gegen dich? Ich glaube, Ice Heap sollte normal wirken gegen den. Oder vielleicht sogar effektiv wegen Käfer, ne? Normal. Damit kann ich leben, aber mit dem 1 KP, den du drauf hast, kann ich nicht leben. Mann! Fred. Und Golbat, ey, das haben wir auch noch nicht gesehen. Wundert mich, denn Golbat ist eins der, ja, Pokémon, die man halt immer sieht, ne? Keine Ahnung warum. Es kommt einfach oft vor, aber in diesem Spiel ist, ja, keine Ahnung. Ist der Fokus aber eher noch auf die neuen Pokémon gerichtet und nur so weniger auf die alten, ne? Im ersten Teil war das ja ganz schlimm, da hat man die alten Pokémon komplett ausgelassen, was sehr dumm ist, nachdem man 600 Pokémon erfunden hat. Aber naja, da haben sich die Entwickler wieder nicht viel dabei gedacht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr es wusstet, aber der erste Teil, ne, der war nicht komplett. Der wurde nicht ganz fertig gemacht, ne? Die standen unter Zeitdruck, ne? Dazu gleich mehr. Professor Escher hat mich gebeten, das Ökosystem der Zapladin zu erforschen. Es gibt aber nicht so viele davon und besonders stark sind sie auch nicht. Das interessiert mich aber kein Stück, ne? Ja, wo waren wir? Mit dem Dingern. Stimmt. Ja, das Spiel wurde nicht ganz fertig gemacht. Das hat man bestimmt auch mitbekommen. Ich weiß nicht. Das Spiel war nicht gut, sagen wir es mal so. Also es wurde nicht ganz umgesetzt. Das hat man gemerkt bei manchen Stellen, die einfach komplett sinnlos waren. Ich fand den schwarzen Turm in dem ersten Teil sowas von nutzlos. Einfach schlimm. Da konnte man nichts machen. Nur gegen Trainer kämpfen und so. Was soll denn der Kack? Dann hat man so eine riesige Stadt und dann gibt's da nicht mal was. Alter, da konnte ich mir wieder mal die Augenbrauen rausreißen, ey. Hier mal gleich noch ein Eishieb. Komisch, dass der nicht nochmal mit einer Nitro-Ladung angegriffen hat. Aber gut für mich so an sich. Geh sterben, Zebro. Ich vergesse den Namen immer. Irgendwas mit Zebro. Zebro, bitte. Ja, aber die Namen interessieren mich nicht. Ich möchte das Spiel zocken und mir nicht Namen merken. Sowieso, ich habe mir Namen von fast 400 Pokémon gemerkt. Ich glaube, es reicht mittlerweile, ne? Also, ich merke mir jetzt nichts mehr. Also, ich kann jetzt noch einige aus der deutschen Version, sowas wie Picochilla und Emolga. Aber das ist auch schon zu viel, ne? Ich will nicht alles wissen. Das sind Müllinformationen und ja, man muss schon für sich entscheiden, was man braucht und was man nicht braucht. Naja, egal. Mir wurde vor kurzem gesagt, ich könnte kein Pokémon spielen. Alter, dem würde ich sofort die Augenbrauen rausreißen, auch dem, ne? Wie kann man Pokémon nicht spielen? Ich weiß nicht, was der damit meint, ne? Also falls der Drecksack das jetzt hört, dann soll er mir ruhig mal hier ein Argument lassen, anstatt einfach zu sagen, ey, du kannst gar kein Pokémon. Alter, halt bloß die Klappe. Ich meine, was könnte man unter Pokémon nicht? Man muss nur die Schwächen der Pokémon kennen, die Typvorteile und nichts mehr.
das war's eigentlich. Was ich vielleicht nicht kenne, sind die EV-Dinger. Aber das gehört nicht mal wirklich zu Pokémon. Das bekommt man nicht mal erklärt im Spielverlauf. Also ist es in sich so eine Sache. Ja, wollte ich auch mal loswerden, da ich jetzt voll im Modus bin, um rumzumotzen. Und da kann ich mal alles so gleich rauslassen, was mir nicht passt. Ist auch gut so, ne? Man soll ja nicht immer ruhig bleiben und die Klappe halten, ne? Also das, von dieser Sorte haben wir schon recht viele auf dieser Welt, ne? Die Leute, die immer die Klappe halten und einfach nichts sagen. Und, ja. Gibt's hier nach oben noch was? Nein. Man sollte schon seine Meinung walten lassen und nicht immer die Klappe halten. Also das ist ganz wichtig, ne? Denn wenn man nichts sagt, dann geschieht das, was im Zweiten Weltkrieg geschehen ist. Nämlich einfach Massendings. Ihr wisst schon. Einfach Massenverblödung. Ne? Die Leute folgen einfach dem, der eine Meinung hat und die keine Lust haben, selbst sich eine Meinung zu bilden. Aber das war immer so, ne? Die Leute sind zu faul, um sich selbst eine Meinung zu bilden. Mann! Ich komme auf die krassen Themen überhaupt, ne? Also bei mir habt ihr bestimmt voll Spaß beim Zuhören. Denn ich weiß selber nicht mal, wie ich auf solche Sachen komme. Die kommen einfach rausgeflogen. Ich weiß auch nicht, wie das geht, Mann. Okay, gut, dass er gewechselt hat. Hier, friss Icy, Mann! Yay! That's what I'm talking about, bitch. Ich habe irgendwie Angst vor dem Hund. Ich glaube, ich werde jetzt mein Dings dann nehmen. Den Affen. Nimm den Affen, Manfred. Nicht den. Also ich würde gerne mit Aaron angreifen, aber der ist noch so paralysiert. Und nee, so an sich möchte ich das so nicht. Ich mach mal Brandstempel. Egal, was er hier nimmt. Es wird, naja, schon so sterben, ne? Ja, damit kann ich leben. Hauptsache, ich werde nicht paralysiert oder vergiftet, ne? Damit könnte ich nicht so gut leben. So, jetzt bleibt nur noch sein Doggy und den werde ich mit Armstoß beefen. Wann lernt überhaupt mein Boss-Ape eine neue Kampfattacke, ne? Er bräuchte schon mal sowas wie Fokusstoß. Ne, Fokusstoß nicht. Eher so Nahkampf. Nahkampf wäre nice. Das wäre voll böse und so, Mann. So. Und tot. Jetzt hatten wir in dieser Höhle schon einen Reihungskampf und einen Dreierkampf. Das ist mal schon schön, dass das des Öfteren vorkommt jetzt. So, das war's jetzt. Oh, ein dicker Wanderer, ne? Ja, hier gibt es auch natürlich einige Trainer, aber ich glaube, wir werden diese Höhle noch in diesem Part hier komplett machen, ne? Ich denke, dann haben wir das hinter uns. Egal, wie lange der Part jetzt ist, ich glaube, er wird maximal... naja, nicht mehr als eine halbe Stunde, würde ich mal so sagen. Naja. Wird Aaron es hier schaffen? Ich glaube schon, obwohl er paralysiert ist. Und wie kann das sein, dass er mit einem KP überlebt? Mann! Trotzdem gewinne ich das hier ohne Probleme. Okay. Ich halte ja schon die Klappe, ist ja gut. Ich nehme dich, Elevolkit. Ich wünsche mir, dass diese Kämpfe etwas schneller gehen würden. Nee, im Ernst jetzt. Also eigentlich würde ich die Animation einfach rauslassen, ganz ehrlich, aber ihr wollt das bestimmt nicht. Irgendwie nerven die mich, das ist viel zu viel zeitaufwendig. Also bestimmt irgendwann mal, wenn 20 Trilliarden Trainer auf mich zukommen, werde ich das bestimmt mal machen, da ich einfach jetzt nicht so krass Bock habe, mit jedem Trainer zu kämpfen und jede Animation zweimal zu sehen. So, ich würde eher sagen 10-mal, ne? Metallmantel, nice, aber bringt mir jetzt so an sich nicht viel. Und hier sollte es, ja, hier gibt es ein Elektrojuwel, damit glaube ich, kann man im Kampf Elektroattacken verstärken oder so. Sicher bin ich mir nicht. Solche Items finde ich sowieso nicht zu gebrauchen. Also ich benutze sie irgendwie nie. Keine Ahnung. Ich bin der Klassiker. Ich spiele Pokémon auf die klassische Art und Weise. Das heißt, einfach kämpfen und Pokémon heilen mit Items und sonst nichts. Aber das reicht ja auch, ne? Ich meine, mehr braucht man ja dazu auch nicht. Hier ist ein dicker Wanderer. Da ist eine Schnecke da oben. Okay, ich glaube, es gibt noch zwei Trainer in dieser Höhle. Dann reicht das auch, glaube ich, ne? Dann können wir auch hier rausgehen, Manfred!
Meine Pokémon sind fast auf Level 40, ist ja schon ein guter Anfang. Also ich werde auf jeden Fall probieren, die auf Level 40 zu bringen, bevor ich mich zur nächsten Stadt hier jetzt begebe. Ich glaube, das sollte auch irgendwie so klappen, wenn ich mich nicht dumm anstelle. Falls nicht, kann ich das auch offscreen machen, ne? Also ich bin ja schon untergelevelt, wie mir die meisten so sagen, aber es ist mir egal, ne? Ich soll ja auch untergelevelt sein. So etwas schwächer soll man schon sein, damit man überhaupt Spaß haben kann beim Spielen, ne? Wenn man zu stark ist, ist es doch dumm. Dann hat man ja nichts davon, ne? Also was soll's, wenn man das Spiel mit einem legendären Pokémon anfangen würde? Es wäre auch dumm. Ah, du hast auch Robustheit. Ah, du bist so ein Schatz, ne? Umarmen könnte man dich nicht. Also an sich mag ich ja Nasknet, ne? Ja, sieht cool aus. Er hat eine rote Nase, ich meine, das sagt ja schon alles. So, zeig mir mal, wer von euch Drecksäcken Dings hat. Du hast EP-Taler. Gib mir den EP-Taler wieder, Mann. Du bekommst ihn. Okay, jetzt brauche ich nur noch einen Paraheiler. So. Okay, jetzt nehmen wir noch das Item hier. Ja, ich habe auch vorhin offscreen meine Carbons und meine Zink-Dinger schon alle aufgebraucht und sie meinen Pokémon gründlich verteilt. Und ich werde das immer so machen offscreen. Ich werde jetzt nicht alles zeigen, denn, naja, ist irgendwie auch etwas zeitaufwendig. Ich weiß nicht warum, aber ich spare irgendwie gerne Zeit, ne? Also ich kann mir denken, dass ihr eigentlich mehr Parts von mir möchtet so an sich, aber ich probiere es immer so ganz gut zu machen, so in einem Part, so fast wie so ein Kapitel, den man halt machen muss, ne, so wie ein Teil so, ne, und wie in diesem Part zum Beispiel einfach. Ich habe jetzt die ganze Höhle in einem Part gemacht, ist fast wie ein Kapitel von einer Sache halt, versteht ihr, so, und ich probiere das irgendwie immer so aufzuteilen, damit das mir immer so gelingt, so ein Part, so entweder eine ganze Stadt erkunden oder, ihr wisst schon, ne, und ja, keine Ahnung. Hier mal Donnerschlag. Magma, er sieht cool aus. Und ich habe ihn paralysiert, nice. Trotzdem, ah, you suck. Hätte ich das jetzt überlebt, hätten wir ein Level bekommen. You suck, Magma. Ja, ein sehr interessanter Kampf. Magma gegen das andere. Aber ich glaube, der Kampf ist schon längst entschieden. Bams. Oh yeah. Ja, damit erreicht Elevolkit auch seine 40. Nice. Und ich werde auf Screen davor später noch mein Aron auf Level Dings bringen, ne? Hier ist der Ausgang. Wir haben es geschafft. Wir sind in Panaero City angekommen. Sehr schön. Und ich gehe mal zuerst meine Pokémon hier heilen. Ja, aber Leute, ich würde schon mal so sagen, dass es das für diesen Part hier auch gewesen ist. Wenn euch der Part gefallen hat, werde ich mich über Daumen hochs und Kommis freuen. Und wir werden uns dann bestimmt hier auch wiedersehen, wenn wir die Stadt hier erforschen. Geh weg, Frau. Und ich sage danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Part. Euer Bladius.